Eigentlich wollte Angela Merkel nur Danke sagen. Danke an ehrenamtliche Flüchtlinge. Der Angriff der Vereinigten Staaten von Amerika ist angesichts der Dimension der Kriegsverbrechen, angesichts des Leids der unschuldigen Menschen und angesichts der Blockade im UN-Sicherheitsrat nachvollziehbar. Die Opposition in Berlin kritisiert die Kanzlerin für diese Haltung und fürchtet eine weitere Eskalation. Ich glaube, dass die Stellungnahme der Bundeskanzlerin, die Verständnis für den Militärschlag geäußert hat, dieser drohenden Gefahr nicht gerecht wird. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir alles tun müssen, um weitere militärische Eskalationen zu unterbinden. In Syriens Nachbarland, der Türkei, wird der Angriff begrüßt. Das ist ein erster Schritt gegen das Assad-Regime und dessen Chemiewaffeneinsatz. Und deshalb bejahen wir den Angriff. Ich sehe das aber nicht als ausreichend. Weitere militärische Angriffe, die haben die USA momentan weder angekündigt noch ausgeschlossen. Wir haben ihnen dieses Panzerabwehrsystem Milan geliefert und mich hat es dann sehr berührt, als mir ein Vertreter der Kurden im Nordirak erzählt hat, dass das Wort Milan jetzt ein Vorname für Babys ist, für männliche Babys, weil die so entzückt sind von der Wirkung dieser Waffe. 2002, 2003 haben Sie den Irakkrieg unterstützt, der ISIS entstehen lassen hat. Ist das Ihr politisch größter Irrtum gewesen? Ich unterstütze nie einen Krieg. Ich habe auch den Irakkrieg nicht unterstützt. Das Ziel ist definiert und das Ziel ist der Krieg gegen den Terror. Wer führt den Krieg? Der Krieg wird geführt durch verschiedene Alliierte, die sich sozusagen in der Anti-ISIS-Koalition zusammengeführt haben. Und diesen Krieg unterstützt die Bundesregierung. I know a lot of people want to send blankets or water. Just send your cash. In den Rhein einstecken. Für ein Mitglied bleibt gar nur eine Lösung. Frau Bundeskanzlerin, treten Sie zurück. Unruhe im Saal. Pfiffe und Buhrufe. Merkel aber bleibt gelassen. Für sie hat der Wahlkampf nun begonnen. Indem zumindest ich gewillt bin,